bin hier zusammen mit meinem Schatz Daniel. Heute werden wir versuchen, Paare zuzuordnen. Das heißt, in der ersten Runde kommen erst einmal 4 Personen rein. Denen werden wir ein paar Fragen über sich und deren Partner oder Partnerin stellen. In der zweiten Runde kommen dann die anderen 4 Personen rein, die wir auch ausfragen werden. Am Ende müssen wir die Personen zusammenstellen, bei denen wir denken, dass sie ein Paar sein könnten. Okay, wir sind bereit für die erste Runde mit den ersten 4 Leuten. Oh, hey! Hi! Was geht ab? Ein paar bekannte Gesichter, hallo! Hey, hi. Okay. Also erste Frage ist, ihr seid alle vergeben. Das ist schon mal safe, oder? Fix. Ja. Okay, ja. Fixe Sache, okay. Daniel, du bist doch Beziehungsexperte, Love Null. Doktor, Meister. Null. Entweder von denen ist keiner ein Paar oder die sind jetzt alle ein Paar. Weißt du, was ich meine? Okay, könnt ihr euch einmal alle ganz kurz in die Augen schauen? Ja, der hat ein bisschen gegrinst gerade, als er sie angeguckt hat. Nee, diese Pokerface. Der Michael hat wen angegrinst oder Jason? Jason oder? War das. Okay. Shake, shake. Boah. Jason hat Nora angegrinst? Ja, aber so dieses Lockere. Okay. Aber das Ding ist, er will gerade diese Pokerface ausspielen, weißt du? Aber das geht nicht bei mir. Ey, weißt du, was das Schlimme ist? Also wir haben beide keinen Plan von Liebe. Ja, wir sollen heute erkennen, wer wen liebt. Ja, wir werden nur von vorne bis hinten verarscht. So 100%. Michael, magst du einmal kurz nach vorne kommen, bitte? Hi. Big Man Michael! Was geht? Was alles geht gut? Ja, und bei euch? Auch, danke. Und wie lange bist du schon in einer Beziehung? Seit einem halben Jahr bin ich jetzt in einer halbes Beziehung. Jahr? Halbes Jahr? Genau. Okay. Boah. Frisch verliebt. Wie lange ging eure Kennenlernphase? Ich glaube, eine Woche. Eine Woche? Du hast direkt zugemacht! Abo, bei mir Kennenlernphase 6 Monate und dann Ghosting. Hast Woche. Du dann direkt gesagt, willst du meine Freundin sein? Nee, das war so von beiden Seiten, glaube ich, einfach krass. Klar. Wie oft habt ihr euch getroffen bei dieser einen Woche? So 2-3 Mal, würde ich sagen. Hart. Hä? Ich krieg das auch nicht hin. Ich verstehe das aber nicht. Bei mir 8 Dates, 700-800 Euro Investitionen, alles nichts. Du denkst so ans Geld, das du investiert hast, ja, verloren hast. Ja, ich sehe, eine Frau ist ja auch irgendwo eine Investition. Was ist dir besonders wichtig an einer Frau oder an deiner Freundin? Was gefällt dir übertrieben gut an deiner Frau? Das gefällt mir besonders gut. Die positive Art, offene Art, Style. Was so dein Film bei Style, so wie bei dir? Ja. Ja, ich check schon deinen Film. Ja, viele doch. Tattoos? Ja, auf jeden Fall auch. Okay, warte, man merkt jetzt mal kurz diesen Call mit Tattoos und mit Style, okay? Ja. Also Nora hat ja auch Tattoos. Das Problem ist bei ihm, der Style, der ist so diese Classic, so diese, weißt du, was ich meine? Und das Ding ist jetzt, vielleicht ist hinter dem Fond eine Dame, die halt auch so denselben Film fährt mit dem busy Style. Busy Classy, Busy Tattoos. Genau, diese so. Unter Classy Klamotten. Deswegen. Okay, eine wichtige Frage, um zu erkennen, ob Leute zusammengehören. Was schaust du gerne für Serien? Oh. Action-Serien. So mit Spannung und so. Ja, auf jeden Fall. Okay, Michael, Action-Serie, Tattoos, positive Art. Das Style, ist deine ganz Frau. Wichtig okay, auch. Okay, danke, Michael. Danke. Kannst du dir merken, wir müssen uns aktiv merken, wir haben nichts zu schreiben, da nichts. Passt. Jason, hallo. Hi, grüß euch, servus. Oh, cool, so Jason, mein Bester, was geht ab? Privat, sag ich dir ehrlich. Wie lange seid ihr zusammen? Heute genau ein Jahr. Boah, oh mein heute Gott, genau Jahrestag. Ein Jahr? Ah, das ist doch süß. Guck mal, das ist wirklich süß. Wie lange ging eure Kennenlernphase, um zu fragen? Ja, ungefähr ein halbes Jahr. Das ja, das, schon macht gut dann auf den wiederum, das macht dann halt wiederum mehr so, mein Bruder, halbes Jahr. Bei uns muss ich helfen eigentlich. Oder? Kennst du ihre Eltern? Ja. Kennen sie deine Eltern? Ja. Mögen dich ihre Eltern? Ja. Bisschen gezögert, war ein bisschen crazy. Also war der Anfang nicht so. Ja, ich bin da einfach am Anfang einfach ein bisschen unsicher. Man versucht ja immer ein gutes Bild abzugeben. Ja, und aber, ein bisschen schüchtern. Aber oder? Das hat sich schnell geklärt auf jeden Fall. Das Ding ist, weißt du, worauf ich gerade geachtet habe, ob jemand von den zwei Damen lacht, wo ich die Frage stelle. Sehr gut, dass du checkst du? Das hast. Ja, das war gut. Ich bin richtig stolz auf dich. Dankeschön. Gerne. Was liebst du an deiner Frau am meisten? Es ist ihre Ausstrahlung, ihr Intellekt, ihre optimistische Art. Ja, und sie ist einfach locker, man kann mit ihr alles machen und das weiß ich definitiv zu schätzen. Ist es für dich wichtig, dass die Frau größer ist als du oder kleiner ist dir das egal? Das ist mir egal, mir kommt es aufs Charakterlicht an, auf die Ausstrahlung. Ich muss in die Augen gucken, da muss was sein. Okay, stark, 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 stark. Das ist, guck, das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Macher. Das ist ein Mann. Macher. Okay, was hast du ihr als erstes geschenkt? Eine lilane Glasrose. Die war in so einem Kästchen und da war noch eine LED-Lichterkette drin. Oh mein Gott, war das wie bei Die Schöne und das Biest? So in der Art, ja. Hart. Was hat sie dir geschenkt als erstes? Boah. Ich hab Cheeseburger bekommen auf McDonalds Parkplatz. Ja, das war so eine Sport-Smartwatch, weißt du? Die Puls, Herz und okay, Schritte und so alles. Merkt ihr das? Ich muss gerade an Cheeseburger denken. Ich merke das gerade. Okay. Okay, Baba, danke, Jason. Eine Sache, ich weiß, meine Redaktion ist so schlau und ich lasse mich gar nicht mehr verarschen. Ihr seid alle in einer heterosexuellen Beziehung. Das ist eine super starke Frage. Man munkelt.
Michael, ja? Schatzi, du hast über deine Frau gesprochen, gerade ich küsse dein Herz. Okay, hat keinen Sinn gemacht. Man hat's versucht, Mann. Okay, mir ist aufgefallen, ohne jemandem zu nahe zu treten, CJ und Nora, ihr wart so leise. Ihr wart so zögernd. Wir sind schüchtern. Also ich. CJ. Das CJ. Ist so ein cooler CJ. Name. Danke. Hallo, wie geht's dir? Hi, alles gut? Ja. Du hast gerade nichts gesagt zu meiner Frage. Darf ich dich fragen, bist du in einer heterosexuellen Beziehung? Vielleicht. Oh Mann, was heißt diese vielleicht? Aber die sind auch geschult, bisschen, das ist clever. Die sind aber auch geschult, das ist clever. Okay. Was liebst du an deinem Partner oder an deiner Partnerin? Sie bringt mich halt zum Lachen. Sie bringt dich. Du bist in einer homosexuellen Beziehung. Ja! Gebe ich diese Hack. Diese Hack gebe ich. Hat einfach viel, was so versteckt ist, was ich einfach im Privaten sehr zu sehen bekomme, was halt einfach. Also man fühlt sich einfach permanent wertgeschätzt und gesehen. Wir kennen sowas gar nicht. Weißt du, was ich mich jetzt frage? Ja. Wer hat beim ersten Date gezahlt, wenn so zwei Frauen? Ich weiß es nicht. Wir wechseln uns halt ab. Okay, also aber stark. Feier ich. Okay, wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre. Stark. Wenn sie eine Farbe wäre, was wäre sie für dich? So ein rosa Ton. Guck mal, ich habe eine sehr gute Frage. Jetzt kommt's. Wo war euer erstes Date? Ich weiß, ehrlich. Ich glaube, Nora muss lachen. Warum lacht Nora so viel? Ich weiß auch nicht. Irgendwie, Nora findet das schon ein bisschen witzig so. Mir fällt gerade auf, Nora hat ein bisschen pinke Haare oben. Stimmt. Stimmt. Wir müssen sie gleich ausfragen. Ja, okay. Das ist Interpretationssache. Es war entweder ein Supermarkt oder es war ein Café. Boah, warte mal. Warte mal. Okay, CJ, welche Jahreszeit wäre sie? Herbst. Herbst. Herbst? Was kann sie gar nicht leiden? Unhöfliche Menschen. Okay. Okay, aber okay. Aber merkst du, wir haben echt gute Fragen. Ja. Problem ist, ich habe das von Michael schon gefühlt wieder vergessen. Ich habe dir gesagt, merk dir. Nora, bitte. Dankeschön. Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe? Zwischen Mintgrün und Rosé. Mintgrün und Rosé ist okay. Welche Jahreszeit wärst du gern? Ich bin der Sommer. Ich will keine andere Jahreszeit sein. Was würdest du jetzt machen, wenn Daniel dich beleidigen würde? Ich würde es mir einfach merken und glauben, Karma regelt. Was magst du an deiner großen Liebe? Dass wir uns blind verstehen, wir meistens das Gleiche denken und danach aussprechen. Wir viele gemeinsame Träume haben oder die gleichen Träume und die auch versuchen zu leben. Und ist deine Freundin größer als du oder kleiner? Wer? Scheiße, ich wollte die aus. Sie ist so gut! Ja, sie ist so gut! Ich hab doch gesagt, wir! Scheiße! Dann auch so, Nora, du bist richtig gut, Mann. Größer Nora. Oder kleiner, dein Freund, Freundin? Größer. Was hat dein Partner, deine Partnerin studiert? Weißt du, oder überhaupt studiert? Nee. Gar nicht studiert? Nee. Beruflich? Ja, ist geheim, oder? Scheiße. Datenschutz. Nora, du machst das richtig stark gerade. Nora ist wirklich ein Mysterium. Schon gerade. Was war der, wie oft hat, also ihr hattet ja schon Streit wahrscheinlich, oder? Klar. War der meiste Streit wegen dir oder wegen ihm? Wir teilen uns das beide. Mit wir zu antworten jedes Mal, also ja, das willst du so mal probieren, Bruder, ganz verstanden, sie ist intelligent. Also, ist ja und du stellst uns blöd da. Das ist ja das Problem. Was ist dein Lieblings-Superheld? Boah, bin ich raus bei so Filmen. In wen warst du verknallt als Kind? In irgendeinen Sänger von Backstreet Boys oder so. Die ist super. Ist Geschoss, sagen wir in Frankfurt. Geschoss. Geschoss. Nora ist wirklich Nora ein Fragezeichen wirklich mit dicke Punkt unten, ja. Würdest du aber sagen, in der Runde ist schon ein Paar dabei oder noch nicht? Ich sag nein, du? Ich sag erstmal nein. Also ich sag auch erstmal nein. Aber wir gucken gleich. Pull up. Wow. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Ich würde vorschlagen. Alles gut. Ich würde vorschlagen, wir holen Edward nach vorne. Würde ich auch sagen. Was ist denn deine stärkste Charaktereigenschaft? Mich auf andere Leute einstellen zu können, wahrscheinlich. Mhm. Und eine negative? Ich habe keine Geduld. Keine Geduld, okay. Musst du dir merken. Okay, Edward, kennst du Disney-Filme? Ja. Kennst du einige Disney-Prinzessinnen? Ja. Bist du in einer heterosexuellen Beziehung? Ja. Mit welcher Disney-Prinzessin würdest du deine Freundin vergleichen? Ich würde sagen Jasmin. Du weißt, wie Jasmin aussieht. Geschoss. Also vom Aussehen her, würdest du sie auch vergleichen? Nein. Nein? Ach, Aussehen, vom Aussehen anders, leider nicht. Okay, aber von der Art und so, ja. Habt ihr ein gemeinsames Hobby, was super speziell ist für euch? Als oh Mann? Ja, wir sind beide DJs. DJs? Crazy! Das musst du dir jetzt merken. Cool. Habt ihr euch kennengelernt beim Feiern? Nee, wir haben uns, sie hat gerade angefangen und dann haben wir uns auf Instagram kennengelernt. Und ja, dann... Hat sie so gefragt, ey, kannst du mir so Nachhilfestunden geben? Nein, das hat gemacht. Nein, das ist... Aber feiert. Okay, also DJ. Aber wir haben sehr gute Punkte gerade rausgekriegt, okay. Ja, danke, Edward. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Okay, DJ ist die Freundin. Die Freundin ist aktiv DJ.
Melanie. Okay. Hi. Hallo. Du hast echt coole Tattoos. Danke. Hast du noch mehr Tattoos? Ja. Was ist denn dein Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin Warenwirtschaftsbeauftragte. Wie lange bist du schon mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen? So mit anfänglich hin und her, ungefähr ein Jahr. Mhm. Bist du in einer heterosexuellen oder einer homosexuellen Beziehung? Ist das wichtig? Ist nicht wichtig, aber es wäre für uns halt natürlich leichter. Das aber danke schön. Zu wissen. Schaust du gern für Serien? Psycho, Serienkiller. Boah. Dokus. Was kannst du. Du achtest jetzt auf die Gesichter im Hintergrund. Okay. Was kannst du gar nicht an deiner Partnerin, an deinem Partner leiden? So 0,0. Schwierig, weil ich nehme es einfach alles an. Ich will ja die Person nicht ändern. Oh Gott, wie glücklich. Wie glücklich. Du sollst nicht auf Edward achten. Bruder, er hat mir so angelächelt, er hat angesteckt. Von wem kam der erste Schritt? Von ihm wahrscheinlich, ne? War so ein beidseitiges. Wir haben uns viel unterhalten und dann hat man gemerkt, okay, da sind viele. Wo hat er dich hingebracht beim ersten Date? Es war kein wirkliches Date. So, es war auf der Arbeit. Ach krass. Auf der Arbeit. Mittagspause. Okay, danke fürs Betonen der Mittagspause. Okay, danke Melanie, vielen Dank. Danke schön, Melanie. Okay. Lea. Hi. Hi. Hi, Lea. Lea, ich habe eine Frage. Von wem ist der Song You Little Beauty? Boah, das weiß ich gerade nicht. Fischer, ne? Ja. Oh mein Gott. Das war das. War das die Das kann ich noch, weil ich bin noch ein bisschen drin. Was arbeitest du, wenn ich fragen darf? Ich arbeite bei der Bank, also ich habe eine Bankausbildung gemacht. Gibt es da so einen speziellen Begriff so für die Station, bei der du arbeitest? Ich bin im Kreditbereich. Kreditbereich. Okay, kannst du mir da was dribbeln? Deine Chance. Das ist sehr schwierig. Welche Jahreszeit ist dein Partner deine Partnerin? Sommer. Sommer. Okay, was ist deine Lieblingsfarbe? Schwarz. Was magst du an ihr am meisten? Das Lachen. Was kann sie bei dir nicht leiden? Meine perfektionistische Art. Sie oder 10 Millionen Euro? Das ist tricky. Warum? Sie oder 10 Millionen Euro. Ich habe ja nicht gesagt, ob sie oder ein Er. Ja, aber die Sätze das davor ich hast aber du geantwortet. So raus, ja, weißt, aber es ist so, ihr seid so gut, Leute. Aber die da Sätze so deswegen. Welche Musik hörst du gerne? Ganz unterschiedlich. Also eigentlich querbeet. Querbeet. Viel Deutschrap aber auch. Ja. Den wievielten haben wir heute? Den 17. Aber nur weil ich es weiß, weil wir vorhin was unterschreiben. Okay, wie lange bist du schon mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen? Ungefähr ein Jahr. Warum sind alle irgendwie seit genau einem Jahr? Ja, ja, aber ihr habt heute keinen Jahrestag. Nicht, dass ich wüsste. Aber Jason macht damit so gut. Das ist so stutzig. Jason so, ich kann mir vorstellen, dass Jason sagt so, Schatz, was war das heute beim See? Das besonderste Geschenk von deinem Partner, deiner Partnerin? Meine Sonnenbrille. Der hat ein bisschen gepokert, weil die so überlegt hat, was soll ich sagen. Ich glaube, es war nicht die Sonnenbrille, Bruder. Okay, mach mal bitte die Augen zu. Und jetzt gib mal deinem Partner die Hand. Denkst du, das ist die Höhe von Michael so ein bisschen? Okay. Geht. Okay, mach mal bitte die Augen zu und mach mal mit deiner Hand die Größe nach von deinem Partner, wenn du Bock hast. Ja. Ja, krass. Ja, Jason. Dankeschön. Ja, danke. Fixiert. Maeve. Hi, wie geht's dir? Alles gut? Gut, euch? Auch danke. Dankeschön. Okay. Möchtest du uns verraten, ob du mit einem Mann oder einer Frau zusammen bist? Ah, da mache ich keine Angabe. Keine Angabe ist. Okay. Das ist sehr gut. Wen hast du gerne geguckt als Kind? Schwierig. Ariel fand ich immer ganz cool. Ariel ist okay. Tough. Ariel. Bist du Fußballfan? Nee. Was ist so deine Leidenschaft so jetzt privat? Also wenn es Sport wäre, so Ultramarathon, finde ich ganz interessant. Ansonsten, ich spiele Bass. Bass, okay. Was ist dein Beruf? Ah, ich bin Psychologin. Boah, die dribbelt uns gleich, ja, bevor wir die dribbeln. Sie hat gezwinkert! Ich sag, das sind die Tricks, Bruder! Ah, mit einer Psychologin zu arbeiten, ist crazy. Was ist die Haarfarbe von deinem Partner? Hat viel gewechselt. Die Originale. Wahrscheinlich irgendwann mal blond? Es geht ab, Nora. Alles gut. Die war auch mal blond, glaube ich, ne? Erstens sie aktiv, nicht die. Ich hasse diese die. Was hab ich schon gesagt? Die war auch mal blond. Die Haarfarbe. Sag mal, ja, aber sie. Ach so. Okay, sie Haarfarbe. Ach ja. Nein, ja, sie, die Person am Namen. Maeve. Stell dir vor, dein Partner steht vor dir, eine Partnerin. Oder bitte, ich versuche gerade zu drehen. Dein Partner, deine Partnerin steht vor dir. Umarme deinen Partner, deine Partnerin. Wie ist es? So? Okay, also etwas höher. Bevor ich dir gleich einen hier ist Schulter, gell, von Person und hier ist dann Rücken oder Hüfte? Genau, Rücken. Rücken? Ja. Schwierig. Geht. Obwohl. Gut. Geht, nein, schwer.
Das ist schwer, Bruder. Das ist Salat. Das hat auch nichts gebracht gerade. Bruder, es hat mehr gebracht, als was du gefragt hast. Okay, was ist dein Ansatz jetzt? Patch. Zeit zum Freunde. Auf jeden Fall ist Maves Partner, Partnerin gleich groß. Okay, Baba, ich habe eine Ahnung. Alles gut, passt. Okay, wir wissen schon mal safe Lea und Jason. Ich würde sagen 100% Willst du 100% Lea und Jason. Einladen? Ja. Das Ding ist, wenn das jetzt ein X ist, bro, aber wir waren uns doch vorhin sicher, du hast doch auch mir die Hand gegeben, Bro. Können wir erstmal, bevor wir jemanden einloggen, erstmal so sagen, der und der. Also wir können jetzt erstmal schon mal so sagen, Lea, Jason, bevor wir das einloggen, okay? Mhm. Wir können am Ende nochmal switchen. Mhm. Ich sage Maeve mit CJ. Was sagst du? Größe, Vibe. Ich habe noch keine Verbindung bei den beiden feststellen können. Wie Verbindung? Okay, ich habe einen ultimativen Trick. Okay, ihr schließt bitte alle eure Augen. Keiner kennt die Antwort von einer anderen Person. Wir waren zusammen im Urlaub. Hand hoch, wenn es stimmt. Oh, scheiße, ein dummer Fall. Lea sagt ja, Lea, Jason so? Sagt nein. Lea, ganz kurz, Lea, warum nur so halbherzig die Hand gehoben? Es hatte keine Bedeutung. Wie keine Bedeutung? Ach so, weil es war so ein bisschen so... Also Jason und Lea doch nicht, weil die waren nicht zusammen im Urlaub. Wir haben uns unsere Eltern vorgestellt. Okay, pass auf. Hand heben, wenn ihr denkt, die Eltern der anderen Person mögen euch nicht. Herz. Salat. Ey, ich hab alles verloren, worauf ich mir so sicher war, Digga. Ich kack ab, ich bin wieder bei null. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Bruder. Stickstoff schon wieder anfangen. Sick, Digga. Eins. Depp. Die kackt jetzt eh rein, Bruder. Die ist richtig tot bei so Spielen. Ich bin nicht tot bei diesen Spielen. Die ist dick tot bei so bitte Spielen. Bitte schön, einmal bei Maeve, bitte. Lea, einmal bitte. Zu mir, bitte. Und einmal bitte neben Michael. Gut, den Call hast du von mir, aber ja, sag mal Bruder, aber ich war mir nicht sicher, weil eigentlich sage ich immer noch von Herzen Jason und Lea. Ja, ich habe eine Idee. Ha? Ich sag Jason und Melanie jetzt irgendwie. Okay. Ihr beiden könnt ihr aber bitte nach vorne kommen. Dankeschön. Ich liebe nach vorne. Okay. Digga, das stimmt aktiv nicht. Nee, das stimmt ehrlich nicht, Bruder Herzen. Ich fühle keinen Vibe so richtig. I don't feel the love. Ohne Fitner zu machen. Also ihr könnt euch auch lieben, aber ihr seid richtig gut in Pokerface. Ich halt einfach ja, meine Fresse. Sehr, sehr stark sogar. Boah, warte mal, das macht gerade. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das passt auch wegen den Outfits und so. Ich weiß nicht. Es geht ab. Alles gut? Ich habe eine Idee. Nein, bitte. Also, erstmal abklären, bevor du die reinschmeißt, weil am Ende haben wir unseren Joker verloren hier. Wir fragen die vordere Reihe nach Lieblingsfarbe. Hintere Reihe muss gleichzeitig antworten. Nee, von dem Partner die Lieblingsfarbe, nicht eigene Farbe. Checkst okay, du? Ja, okay, okay. Dann mach mal, komm. Okay, also Lea, Michael. Michael, du sagst bitte die Lieblingsfarbe deiner Partnerin. Und Lea, du sagst deine eigene Lieblingsfarbe. Auf drei, okay? Okay, eins, zwei, drei. Grün. Schwarz-rosa. Next, Jason, Melanie, eins, deine Lieblingsfarbe. Eins, zwei, drei. Nee, grün. Grün. Also warte Jason, mal ganz die kurz, Lieblingsfarbe ganz kurz, deiner Partnerin atme ist mal grün. Kurz, atme mal ganz kurz. Mintgrün, Bruder Herzens. Guck mich mal an kurz. Wie hast du immer Mintgrün? Ja, bei Nora. Nora. Okay. Kann man beleidigt Bescheid an ganz Zeit auch nochmal beim Ja, aber du musst auch einfach mal ein bisschen atmen. Balla! Meine Augen sind verschmiert. Okay. CJ, Lieblingsfarbe deiner Partnerin. Nora, auf drei. Eins, zwei, drei. Grün, schwarz. Und Maeve, deine eigene Lieblingsfarbe auf drei. Eins, zwei, drei. Grün. Schwarz-rosa. Schwarz-rosa ist crazy. Schwarz-rosa! Ladies and Gentlemen, wir haben nach 30 Ja, aber also. Das wäre doch viel zu leicht. Provisorisch, provisorisch. Provisorisch. Also, wir sind bei Edward und Lea, sind wir uns sicher. Ich sage ganz kurz wegen dem Mintgrün-Call auch, Jason hat ja gesagt Mintgrün. Und ihre Lieblingsfarbe ist ja auch Mintgrün von Nora. Melanie muss ein bisschen lachen. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich feier's. Bruder! Ich hab keine, ich bin verloren. Final Switch? Ja. Okay. Guck mal, Bruder, ganz kurz. Ich persönlich würde Melanie und Nora tauschen. Persönlich. Was sagst du? Melanie meinte, sie sind ungefähr ein Jahr zusammen. Dann liegst du richtig, ne, hast du gesagt. Ungefähr ein Jahr. Ich würde Nora und Melanie tauschen, bitte nicht. Brüder nicht? Ich glaube schon wegen diesem Mint-Green. Nora, wie lange warst du noch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin zusammen? Wenn man es genau nimmt, 7 Monate. Und der Einzige war Maike mit 7 Monate, fast halbes Jahr, Bruder. Salat. Bruder, Dicke, dann schlage ich vor. Ich würde, Nora Bruder, und Michael. Ja, ich sag Nora, Michael, Bruder, dann würde ich fixieren. Was sagst du? Maeve und Nora, dürft ihr einmal, könnt ihr bitte einmal tauschen? Dankeschön. Ja, ich brauche noch. Ja, Jason ja. Meinte Jahrestag heute. Ich sag passt. Sagst du passt? Ich sag passt so. Ich würde so einloggen, was sagst du? Lass doch so gehen, Bruder Herzens. Wir haben Bruder, wir sind hier wirklich verloren. Wir sind Falschgeld. Falschgeld? So, Freunde, okay, wir machen die jetzt. Augen zu. Okay. Und wenn sie wieder aufgehen, dann sind die Paare richtig. Herz! Ah! Ich sag doch! Ja,
Ich sag doch! Ja! Ey, wie stark! Christian, du hast uns auseinandergenommen, Bruder! Applaus an euch! Ey, wirklich, wow! Man muss sagen, es war wirklich eine schwere Folge. Wir haben echt gut gedribbelt, alle, muss man Nora sagen. Nora und Michael, ihr habt euch zweimal getroffen, dann seid ihr direkt zusammengekommen. Crazy Love, wirklich. Also, wie macht man das? Ich frag für ihn. Ich frag aktiv für mich. Für ihn. Wenn es passt, macht man einfach. Ja, Bruder, voll stramm. Wir denken uns so, wir müssen alle 4 Jahreszeiten durchmachen mit einer Person. Ja, und ihr habt jetzt gerade die beste Zeit eures Lebens, nicht gell? Nicht drauf warten. Ja, nicht drauf warten, einfach attacken. Guck mal, die beiden, ja. Ja, ja, Bruder, das ist diese. Kamera, mach mal einen Zoom an die beiden. Geh mal rüber, Guck mal, richtig süß zusammen. Guck mal, wie er lächelt, Bruder. Ich feier sehr lächelnd. Ich hab gerade geschrien vor Freude, weil ich einmal. Ja, diese stimmt. Jasmin und Aladin. Stimmt, so diese Vibes. Doch, oh mein die Gott, war jetzt schon besonders. Lea, du hast einen 10 von 10, ich kann nicht mehr. Du hast einen 100 von 10. Schön, mal lach mal nicht so viel. Also, vielen Dank an Daniel fürs Mitmachen. Danke an alle Paare. Ihr seid wundervoll. Es hat uns wirklich sehr gefreut. Danke an euch. Super Folge gewesen. Super Folge, ey. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei dem Video. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniere sehr gerne meinen Kanal. Check unbedingt das letzte Video ab. Da habe ich mich als Mann verkleidet und war in einer Gruppe von Männern. Und die Männer mussten dann erraten, wer von uns die Frau ist. Und check auch das letzte Video von den Datteltätern ab. Da geht es darum, Disney-SynchronsprecherInnen zu erkennen. Viel Spaß!